Was mich sehr fasziniert hat, war diese innere Balance zu finden in mir drinnen. Und was bedeutet jetzt diese innere Balance? Wir haben einen rechten Kanal, das ist so der Sonnenkanal, der geht so von der rechten Körperhälfte auf die linke Kopfseite. Und den linken Kanal, der geht auf die rechte Kopfseite. Und wir wissen das auch aus der Medizin, dass zum Beispiel Menschen, die einen Gehirnschlag hatten auf der linken Gehirnhemisphäre, dann auf der rechten Körperhälfte Lähmungen haben können. Also auch die Medizin weiß, dass das links und rechts so über Kreuz zusammengehört. Das ist einmal die eine Sache. Es gibt also den rechten Kanal, der in uns die Aktivität bedeutet, auch Sonnenkanal, eher das Männliche in uns, zukunftsorientiert. Und der linke Kanal ist eher das emotionale, weibliche, die Vergangenheit in uns. Und wenn man sich jetzt das so anschaut, in unserem Alltag, wenn wir sehr erfolgreich sind, dann steigert sich dieses Ich-Bewusstsein, wir kommen immer mehr, auch das Ego wächst dann, weil wir super erfolgreich sind. Wir nutzen immer mehr diese Powers, wir sind gut drauf, wir schaffen viel. Und dann kommt der Misserfolg. Und das ist dann, wenn dieses Pendel von super erfolgreich plötzlich so in die Depression hineinfällt. Ja? Also, und schwingt dann so richtig hinüber, oh, alles ist schlecht und Mama Mia, ah, warum ist jetzt das genau mir passiert? Und wir gehen also wirklich in die emotionale Seite hinein, bis wir dann tatsächlich wieder uns herausrappeln und wieder auf die rechte Seite kommen. Und im Prinzip, im normalen Leben, bewegen wir uns so zwischen links und rechts hin und her. Also es gibt niemanden, der nur ganz auf der rechten Seite ist, weil irgendwann einmal schmeißt ihn rüber und auch auf der linken Seite ist man nicht die ganze Zeit. Also man pendelt. Und das Schöne ist, dass jetzt, wenn die Kundalini in der Mitte aufsteigt, dann bringt sie diesen Prozess von dem links und rechts automatisch in die Mitte. Also wir gehen nie zu sehr in die Aktion, in zu viel Tun hinein. Und auch die emotionale Seite kann uns nicht mehr so belasten. Das ist, für mich war das damals ein ganz wichtiger Schritt. Ich habe zum Beispiel bemerkt, dass seit ich zu meditieren begonnen habe, dass mich die anderen Autofahrer im Verkehr nicht mehr genervt haben. Das ist zuallererst den Kindern aufgefallen, die gesagt haben: Papa, du schimpfst nicht mehr auf die anderen Autofahrer. Und ich war dann auch sehr überrascht, so, ja, scheinbar. Es hat mich nicht mehr gestört. Also ich bin mehr in Ruhe geblieben. Ich habe mich nicht mehr so aufgeregt über das, was ich sehe, sondern aus der Ruhe heraus einfach beobachtet. Und es hat natürlich einen Vorteil. Wenn ich für mich schön im Balance bin und wirklich schön im Zentrum, dann kann mich auch so leicht nichts umhauen. Das haben auch viele meiner Kunden bemerkt. Ich bin mittlerweile im Vertrieb und denen ist es immer angenehm, dass dann der ausgeglichene Herr Alscher kommt. Mit dem kann man schön gemütlich plaudern, der macht keinen Stress, der ist nicht emotional, der ist nicht überaktiv. Mit dem ist es immer recht angenehm, mit dem kann man Witze reißen, plaudern und einfach immer schön in Balance. Und ich genieße es sehr, dass ich mein Leben in Balance habe. Das hilft meiner Familie, hilft meinen Kindern, hilft mir im Beruf. Und ja, ich möchte es auch nicht anders haben.